haben die rausgekriegt, dass sie AIDS haben? Einer der Teilhaber hat eine Läsion auf meiner Stirn gesehen. Aber wie kommt es denn, dass... Wie kommt es, dass, wenn ein Anwalt einen Fleck entdeckt, der alles Mögliche sein könnte, die anderen Partner daraus folgern, dass sie AIDS haben und dass sie dann aufgrund dieser Folgerung entlassen? Das ist ein gutes Argument. Der Partner, der die Läsion entdeckt hat, ist Walter Kenton. Er hat für Walsh, Ulmer und Brahm in Washington D.C. gearbeitet. Da gab es eine Anwaltsgehilfin, Melissa Benedict. Bei ihr waren Flecken zu sehen über einen Zeitraum von 2-3 Jahren. Und sie sagte, in der Kanzlei sei es allgemein bekannt gewesen, dass AIDS diese Läsion verursacht hatte. Aber man hat sie nicht entlassen. Nein, sie hat man nicht entlassen. Ich verstehe. Haben Sie einen einschlägigen Präzedenzfall gefunden? Mhm. Das Erlein-Urteil. Erlein? Oberstes Bundesgericht. Das Bundesgesetz für berufliche Wiedereingliederung von 1973 verbietet die Diskriminierung ansonsten qualifizierter, behinderter Personen, die imstande sind, die an ihrem Arbeitsplatz anfallenden Aufgaben zu erfüllen. Auch wenn das Gerichtsurteil das spezielle Thema der HIV- und AIDS-Diskriminierung nicht erwähnte. Haben spätere Urteile entschieden, dass AIDS vor dem Gesetz auch als Behinderung gilt, nicht nur weil AIDS zu physischen Einschränkungen zwingt, sondern auch deshalb, weil die Vorurteile im Umfeld von AIDS einen gesellschaftlichen Tod bewirken können, welcher dem tatsächlichen physischen Tod vorausgeht. Dies ist das Wesen der Diskriminierung. Meinungsbildung über andere Menschen, die nicht auf individuellen Leistungen beruht, sondern vielmehr auf Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit vermeintlichen Eigenschaften. Ja, McMillan hat. Er geht weiter an Phillips und Phillips macht. Ja, er macht nicht. Oh, hast du das gesehen? Ich hab's ja immer gesagt. Das ist mein Mann. Man wird sonst immer besser. Wer doch gedacht, wenn sie es heute geschafft haben. Alles gut, das ist nicht allzu früh. Keine Bange, keine Bange, wir machen das schon. Die Jungs schaffen das auf jeden Fall. Naja, das sind nicht schlechte. Charles Wheeler! Julius Erwin, der Champion! Freue ich mich, Sie zu sehen. Vielen Dank, dass Sie gekommen Kennst sind. Ken, wie geht's denn? Robert, hey, kommt mal her, Leute. Meine Güte, habe ich Sie lange nicht gesehen. Erzählen Sie mal, wie geht's Ihnen denn? Charles Wheeler. Ja, hallo, wie geht's Ihnen? Bestens, bestens. Willkommen. Eine Vorladung für Sie. Sehen Sie mal rein und schönen Tag noch. Hey, Dr. J., wie geht's Ihnen? Ich finde Sie klasse. Ah, das ist ja... Der Beste. Falls Sie je einen Rechtsanwalt brauchen, rufen Sie mich an, wenn Sie ausrutschen, hinfallen, irgendwelche Unfälle, alles egal was, lassen Sie es mich wissen. Wir sehen uns vor Gericht. Das ist der Kerl aus dem Fernsehen. Ja, der Kerl ist im Fernsehen. Thank you.